Hallo und herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder bei Mario und Luigi Superstar Saga. Und mit der Hand können wir, glaube ich, nichts machen. Nehme ich einfach mal an. Die hat ja Luigi gefangen. Genau, das ist die Hand, die Luigi gefangen hat. Gespeichert haben wir. Dann gehen wir jetzt weiter ans Oberdeck. Und verstanden? Zum Positionstausch Start drücken. Ei, ei, Sir. Zum Positionstausch Start drücken. Aha, okay. Sagt er das Gleiche? Ja, okay. Wunderbar. Verstanden? A dient zum Ausführen von Aktionen des Vordermanns und B für Aktionen des Hintermanns. Ei, ei, Sir. Ah, ja. A und B, A und B. Interessant. Gut zu wissen. Was sagt denn? Ich habe Angst, dass der ein. Also, das heißt Angst. Ich könnte mir vorstellen. Ach so. Aha. Ich könnte mir vorstellen, derjenige, dessen Farbe die Brüderbox hat, springt gegen die Box. Springt der richtige Bruder gegen die Box, bewegt sich. Bewegt. Ach so. Ja, ich will auch. Nee, dann. Ich dachte, der Einzelne triggert vielleicht das Event hier, aber ich glaube dann doch nicht. Ne? Du bist der Neuzugang in der Bowser-Armee? Bis zur Ankunft im Bodenland solltest du wissen, wie bei uns der Hase läuft. Verstanden? Ja, das weiß ich doch. Also, so größtenteils jetzt. Also, es ist immer noch Tutorial hier, logischerweise. Uns wird die Steuerung ein wenig erklärt. Die ist sehr gut. Was machen die hier? Eine Bolognese? Ein Gruppenfoto? Ich mache gerade Fotos, also stör mich gefälligst nicht. Er macht immer ein Foto von mir. Ai, 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 ai. Stellt euch nebeneinander. Hä? Nicht von der Seite bis. Nicht von der Seite ins Bild kommen. Hä? Muss ich jetzt hier. Ey, ihr zwei da! Genau ihr zwei mit den Bärten. Wir kommen nach Bodenland. Eure Pässe habt ihr doch sicher bei euch, oder? Hä? Ja, das ist genau die richtige Reaktion. Was? Du hast doch einen Koffer dabei. Drück Select und sieh im Koffer nach. Ich habe keinen Pass. Ach so. Aber ich habe noch kein Foto. Wieso bist du in meinem Koffer? Der Koffer ist so groß, dass der Koopa da reinpasst, aber Mario kann ihn in eine Tasche stecken. Hä? Das ist ein bisschen komisch. Nanu, und wo sind eure Fotos? Ja, das ist die gute Frage, ne? Damit könnt ihr nicht im Bodenland einreisen. Ja, und aber wenn ihr hier ein paar Fotos macht, dann ist das Problem ganz einfach bequem gelöst. Das kostet wahrscheinlich, wo? Stellt euch auf die Markierung da. Okay. Mario, bitte zurücktreten. Fast hätte ich es vergessen. Während der Aufnahme musst du stillhalten. Drück nicht auf, um komische Fratzen zu schneiden. Fertig? Habe ich jetzt die Bilder auch in meinem Pass? Das ist ja cool. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich so eine Fratze. Wenn er schon sagt, keine Fratze ziehen, dann muss ich doch eine Fratze ziehen. Das war doch eindeutig. Das war doch so gewollt. Das ist doch. Das ist doch extra so. Hm? Kampftechnisch. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gehustet habe. Puh, das nach hier und das nach dort und dies nach da. Lagerhaltung ist die Hölle. Ein Fehler und man muss wieder von vorne anfangen. Hey Mario, ich bin's, ich. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Ich war der Erste am Sammelpunkt. Hier, für dich. Oh, cool, danke. Nett kommt man immer weiter. Das stimmt wohl. Dass ich das auf hier vom Bowser schergen, dass die so nett zu mir sind, ist ja schon krass, eigentlich, ein bisschen. Hm.
Ups. Hey, pass doch auf, Bosas teure Fracht. Das Oberdeck? Geht einfach hier weiter. Aber bevor ihr auf das Oberdeck geht, solltet ihr noch eine Kleinigkeit lernen. Ich bringe euch bei, wie ihr als Paar kämpft. Oh ja, okay. Seht euch mal das Fass da an und seid bereit für die besten Kämpfer aus dem Elite-Trupp des Bosas her. Das ist. Fass zertrümmern? Jo. Oh, ein Gumba. Ja, jetzt kriegen wir endlich den ersten Kampf. Wunderbar. Zuerst lernen wir die Verteidigung. Mario springt mit A. Grünkäppchen benutzt B für die Verteidigung. Also gut, greift Mario an. Jetzt. Oh. Und jetzt Angriff auf Grünkäppchen. Anhalten. Jetzt musst du B drücken. Genau so. Je nachdem, wann ihr springt, könnt ihr nicht nur ausweichen, sondern auch kontern. Allerdings gibt es auch Attacken, die man nicht kontern kann. Zum Beispiel Bosas Flammenattacke. Und jetzt trainiert das mal schön. Der Angriff läuft genauso wie im Einzelkampf. Das Aktionskommando für Grünkäppchen ist B. Um auf die Monster zu treten, drückst du B. Das könnt ihr auch trainieren. Ah, okay, sehr cool. Jetzt können wir kämpfen. Gumba. Ah, Action-Kommando ausgelöst. Jetzt Luigi dran. Der macht das mit B. Okay. Ja, das war falsch. Wunderbar. Ich habe ja schon mal Paper Mario 1 angefangen. Das musste ich aus technischen Gründen leider unterbrechen, wie so vieles. Ich finde die Kämpfe hier tatsächlich auch besser. Ich mag das Kampfsystem, deswegen wollte ich auch gerne immer mal so ein Teil Let's Playen, beziehungsweise im Prinzip wollte ich so ein Teil einfach mal gerne spielen, aber. Ne, wenn ich was spielen will, dann ist es halt. Es macht halt Sinn, dass ich es dann auch Let's Playe, weil es halt sonst einfach, ne, zeittechnisch und so. Fast zertrümmern. Jo. Weil ich halt eigentlich, beziehungsweise sonst, immer was anderes in meiner Freizeit spiele. Wenn ich jetzt so einfach nur gammel und was spiele, dann spiele ich meistens Civilization. Oder ich habe jetzt auch wieder mit Guild Wars 2 angefangen. Ist aber auch egal. Und ja, da würde ich nicht so ein Spiel spielen. Wobei ich letztens Pokémon Feuerrot gespielt habe. Aber auch nur, weil ich da so krass speeden kann und mir das deswegen ein bisschen. Ja, das macht die Sache relativ erträglich. So. Scheiße. Es ist aber doch. Also, es ist sehr eingängig. Eingängig und eigentlich ja sogar relativ einfach. Aber es ist trotzdem auch gewöhnungsbedürftig. Aber es macht sehr viel Spaß. Mario ist jetzt ein Level Up, oder? Mario Level 2, Level Up. Dankeschön. Okay, 2 bei der HP, 0 Blütenpunkte, 1 Angriff, 2 Verteidigung, 3 Geschwindigkeit, 1 Bart. Okay, sehr cool. Ja genau, und wir haben diesen Bonus. Das haben wir jetzt bei jedem. Und ich glaube. Boah, ja, da erkennt man aber wenig. Das ist ja. Ach so. Ich dachte, dass man das irgendwie ein bisschen. Wir gehen mal auf Angriff. Also ich persönlich. Boah, plus 3! Ja, besser geht's ja gar nicht. Ich persönlich finde einen guten Angriff immer ganz gut, weil dann. Ja, wobei. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile, ne? Angriff, Verteidigung, je nachdem auf wen du triffst. Wenn du mit einem hohen Angriff auf jemanden mit hohem Angriff triffst, der total schnell ist, dann hast du ein Problem, weil dann haut er dir in die Fresse. Naja. Warte! Wer denn? Was macht ihr da? Warte! Kann ich euch helfen oder so? Kann ich irgendwas für euch tun? Ja, durch. Wie der Gumba dich verarscht, Koopa, ey. Puh! Du bist so fix! Dich holt man echt nicht ein. Dabei müssen wir doch die Einreise vorbereiten. Mario und Grünkäppchen, helft mir doch mal bitte. Nebenbei erkläre ich euch, was ihr wissen solltet, wenn ihr einen Kampf beginnt. Ah, okay. Schnappt euch die Kerle. Wenn ihr auf sie springt, beginnt der Kampf. Jetzt lernen wir, dass man. Wie nennt man das eigentlich? Keine Ahnung.
Wenn du vor dem Kampf auf sie springst, dann sind die Monster schon von Anfang an geschwächt. Na, ist das eine brauchbare Info oder nicht? Keine Ursache. Aber pass auf, wenn du beim Springen deinen Hintermann erwischst, dann kann er sich nicht bewegen, bis er selbst am Zug ist. Das habe ich nicht verstanden. Boah, 3, ey, weil wir den Angriff erhöht haben. Scheiße. Oh, und dann verkacke ich es mit Luigi wieder. Das ist echt ein bisschen traurig. So, jetzt dürfte auch Luigi Level Up sein. Yahoo! Level Up! Mal gucken, was er so bekommt. Oh, er kriegt einen Blütenpunkt. Oh, das ist aber ein gutes Level, ne? Plus 3 bei der Verteidigung. 2 im Angriff. Ich würde sagen, wir gehen hier auch erstmal auf Angriff. Einfach, weil ich es gerne habe. Schade, nicht wieder eine Plus 3, aber eine Plus 2 ist auch ganz gut. Wir machen erstmal auch bei beiden ein bisschen Angriff und dann gucken wir mal, was sich so anbietet. Ne, ein bisschen Verteidigung, ein bisschen HP. Ja, man braucht eigentlich alles. Das ist ja immer die Sache. Was denn? Puh, danke! Achso. Noch einmal bitte. Was heißt denn, wenn ich dabei auf meinen Hintermann springe? Das habe ich nicht ganz verstanden mit Luigi, beziehungsweise wann Luigi dann nicht angreifen kann. Aber ist ja auch nicht so wichtig. So, jetzt bitte treffen. Ah, wunderbar. Und relativ einfach, ja. Plus 4 Erfahrung. Heißt, wir kriegen für jeden Goomba 2 Erfahrung. Puh, danke. Bitteschön. Zack. Das war's. Gut, jetzt gehen wir ans Oberdeck, oder? Hey, im Reiseführer steht, dass es auch im Bodenland viele Mario-Fans gibt. Oh, cool. Speicheralbum. Zum Speichern bitte kräftig springen. Ah, hier können wir wieder speichern. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Was zum Teufel ist das? Ey, das wollte ich nicht. Oh, der Kran hat statt der Ladung das Grünkäppchen erwischt. Na, da kann er sich ja gleich im Ausguck nützlich machen. Eure Ranzigkeit, das erinnert mich immer an die Gummibärenbande. In Kürze überfliegen wir die Grenze des Pilzkönigreichs zum Königreich Bodenland. Hm, verstanden, abtreten. Ha, was ist denn da oben los? Ich glaube, wir werden abgeschossen. Was ist das? Habt ihr es gehört? Alter! Um es mit mir, Luke Miller, aufzunehmen, fehlen dir mindestens ganz viele Jahre Übung. Du! Du bist die Diebin, die der Prinzessin die Stimme gestohlen hat. Beneidenswert, böser Plan. Genau. Wenn mich einer hört, ey. Ich muss jetzt im Bodenland neue Schandtaten vorbereiten. Deswegen ist auch hier so ein bisschen grafisch am Lecken. Weil es einfach so unfassbare Vorbereitungen sind, dass die ganze Kraft auseinandergehebelt wird. Deshalb habe ich keine Zeit, mich mit euch rumzulecken. Krankfried, erledige das. Oh, Bossfight oder was? Hier geblieben. Ich bin Krankfried, ich bin krank. Ich bin Krankfried. Ne, ich bin Kran an. Hey. Ich bin Kran an. Wie heißt du denn? Ich dachte Krankfried. Der Lieblingsschüler von Luke Miller. Ach, der ist am Stottern. Ah. Ihr habt wohl zu viel Zeit, dass ihr wegen. Alter. Dass ihr wegen der Stimmen immer so einen Aufstand anmacht. Das ist. Dabei kommt es doch viel besser, ist er. Aber ihr seid in diesem Spiel nicht vorgesehen. Alter, lern mal reden. Alter, diese Grafikfehler, es tut mir voll leid. Ich kann nichts dagegen machen. Und jetzt zu euch. Krass, Bowser wurde einfach so ausgenockt und wir müssen jetzt hier gegen Krankfried kämpfen. Der noch nicht mal seinen eigenen Namen selber aussprechen kann. Naja. Falscher Knopf. Ich hab ja. Das war dumm. Nein!
das war dumm. Boah, was ist denn da los, ey? Es ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Ihr könnt dem Kern ausweichen. Ach so. Ach so, jedes Monster zeigt im Kampf andere Schwächen. Also studiert eure Gegner. Ach so. Ah, so können wir also sehen, wen er angreifen will. Und, wen nicht. Er greift nur Mario an. Habe ich das Gefühl. Das heißt, habe ich das Gefühl. Wenn es so ist, ist es so. Ah, dass man hier die unterschiedlichen Tasten immer benutzen muss. Das muss man auch erstmal ein bisschen... Ah! Das war jetzt aber gemein. Den zweiten konnte ich ja gar nicht wissen. Das muss man auch sich erstmal ein bisschen... ja, bewusst machen, ne? Dass man halt... Man hat zwei Knöpfe für die unterschiedlichen Leute. Weil man denkt ja, wenn das dann rüber zu Luigi wechselt, drückt man halt weiter immer nur XXX oder hier jetzt AAA. Aber nee, man muss dann auch die andere Taste benutzen. Das ist eigentlich relativ cool. So, und der schwächelt schon. Er hat seine Anlage verloren. Attacke! Wow, fuck. Oh, das ist gar nicht so einfach. Aber Luigi hat eine bessere Verteidigung. Deswegen kriegt er nur einen Schaden. Aber jetzt mal kontern. Das wäre ganz gut. Wunderbar. Schöner Konter. Hoppla. Ich hatte mir schon gedacht, dass sowas... Bei Fuß! Haut er jetzt ab? Habe ich gewonnen? Kriegt dafür wenigstens Erfahrung? Genug geredet! Es geht doch auch einfacher rein! Feuer frei! Ja, das mit den Grafikfehlern ist natürlich schon ein bisschen ein Problem. Ich glaube, wir stürzen ab. Ist nur so eine Vermutung. Sergeant! Eine Explosion! Sofort überprüfen! General, Objekte entdeckt! General, ach so. Schnell, zur Absturzstelle! Alarm, Alarm! An der bohnenländischen Grenze. Coole Musik, auf jeden Fall. Mario steckt, hat den Kopf in den Sand gesteckt. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen lustig. Amona Coco! Gut, wir sind jetzt also an der bohnenländischen Grenze und ja, das mit den Grafikfehlern ist halt ein bisschen scheiße, ne? Das mit den Grafikfehlern ist eine dumme Sache. Ich weiß nicht genau, was ich dagegen machen kann, dagegen machen soll. Aber wir müssen einfach mal gucken. Ich werde mal angucken, wie das im Video aussieht. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Und dann werden wir hier im nächsten Part weitermachen. Ich glaube, das Spiel geht jetzt so langsam richtig los. Wir sind jetzt größtenteils raus aus dem Tutorial, würde ich einfach mal schätzen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao, tschüss, euer Kornel.